Moin, moin, liebe Leute. Wir spielen eine Adventure Map von Spiridon. Ich denke mal, so wird's ausgesprochen. Und warum bin ich so schnell? Und warum rennt ihr hier alle in die Bude rein? Ja, mal wieder das Übliche. So. Schon besser. Suche im Dorf die versteckten Kisten freiwillig. Und was flitzt du so durch die Gegend? Alter Gnom. Wenn du dieses, freiwillig, wenn du dieses übersprungen hast, folge dem Weg. Ja gut, da gucken wir erstmal nach dem. Könntet ihr aus dem Weg gehen, verdammt. Ja, komm, poppt noch und ich schlag euch dabei. Ihr steht doch drauf. Goddammit. Ich habe ja auch immer so ein Glück. Wenn du dich jetzt nicht gleich. Alter! Ich will doch nur hier raus. So, dann gehen wir erstmal hier lang. Suche die versteckten Kisten. Dann gucken wir überall nochmal in die Bude rein. Hallo, kann ich euch was klauen? Nein, danke, tschüss. Eine Kiste. Zwei goldene Äpfel. Und oben drauf die gleiche Kiste nochmal. Nee, doch nicht. Oh, da ist nichts drinne gewesen, oder? Egal. So, Hallöchen. Nein. Auch nichts. Hast du was für mich? Nein, armer Schlucker, geh nach Hause. Nur hier nochmal. Ich will natürlich auch hier nochmal im Wasser gucken und so. Nö. Ich hoffe, hier wird wenigstens ein bisschen. Was macht ihr denn für eine Party? Wird ein bisschen was aus einem NPC-Dorf gemacht, weil diese NPC-Dorf-Maps sind jetzt meistens nicht so besonders. Da ist noch eine Kiste, da ist eine Map, okay. Könnte also etwas länger werden. Schätze ich jetzt einfach mal wegen der Map und so. Scheiße, ich sollte vielleicht die Regeln besser lesen. Ne? Ah, Platz, danke. Folge dem Weg, okay. Hattet ihr die Tür gerade nur in der oberen Hälfte auf? Das ist merkwürdig. Hey, was geht? Hast du was für mich? Nein, aufs Maul. So, da steht noch ein Bett. Stelle ich auch dauernd aufs Feld eigentlich. So, Hallöchen. Habt ihr was für mich? Irgendwas Schönes? Nein, hör auf mich zu begatten. Okay. Und da? Das scheint doch etwas größer zu sein. Sie, junger Herr, sehen nicht gesund aus. Ich weiß nicht, ob Ihnen das jemand so schon mal gesagt hat, aber ja, Entschuldigung. Ich bin halt ehrlich. So. Jetzt habe ich gerade aber keine Lust mehr, Kisten zu suchen. Und soll dann hier lang. Okay. Hier vielleicht nochmal gucken. Ich meine, wo wir gerade schon mal da sind. Nein, okay. Okay, NPC-Dorf anscheinend nur so als Aufhänger. Gut, du hast es hierhin geschafft. Fahre nun. Okay, Kuchen. Kuchen geht immer. Okay. Jetzt. Wie genau soll ich hier durch? Ich gehe nochmal hoch, vielleicht habe ich einen Schalter übersehen. Hab ich ja nicht, ne? Hier war nur Kuchen drin. Ja,
Wie genau werden diese Pistons jetzt aktiviert? Ich frage nur. Ich habe keine Ahnung. Ich kann ja mal kurz im Creative Mode gucken, oder? Es würde mich jetzt schon interessieren, wie das gedacht war. Da war ein Schalter. Oh, falsche Taste. Okay. Ich habe nichts gesagt. Ich war nur zu blind. Aber das ist jetzt ja auch nicht so tragisch. Ne? Halt, so. Jetzt fahren wir. Sieht ganz schick aus bisher. So, Hallöchen. Okay, es darf nichts anderes als Blätter und Bilder abgebaut werden. Blätter und Bilder. Das weiß ich natürlich erst jetzt, also konnte ich den Zaun natürlich abbauen. Cheaten ist verboten, genauso wie Flymods. Regel Zeit umstellen ist erlaubt, wenn man bei einem Safe Room ist. Viel Glück. Gelbe Wolle, Info, Diamant, Schalter platzieren, Glowstone, Checkpoint. Okay. Aller Anfang ist leicht. Es gibt zwei Kisten in diesem Raum, die du brauchst. Eine. Viel Glück. Was? Okay. Komme ich hier so rüber? Ja. Hallöchen. Gut, dann gehen wir erstmal ins Wasser. Da ist Schalter. Und hier ist die zweite. Gut, ist natürlich doof, dass man dann nochmal ins Wasser muss. Ja, ich ertrinke, ich weiß. So, Bilder darf ich kaputt machen, habe ich gehört, ne? So. So. Aber ich sehe schon was. Trotzdem schaue ich mal, ob hier noch irgendwas ist. So. Kann ja gut sein, ne? So, ja, da ist auch noch eine Tür. War in der zweiten Schalter? Ich weiß es nicht. Goddammit, wie ich sowas hasse. Okay, ist egal wo. Kommen wir beide hier raus. Safe Room 1. Machen wir einfach... Ach nee, komm, machen wir anders. Machen wir auf die übliche Art. Night. Zack. So, dann werde ich hier nämlich auch mal die Bilder los. Brauche ja nicht. Moment, Blätter darf ich kaputt machen. Vielleicht versteckt sich da ja was. Nein, ich hau einfach nur einen schönen Baum krüppelig. Aber ist ja nicht so schlimm. Gar nicht mal so dumm gewesen. Ich weiß zwar nicht, wofür ich ein zweites brauche, aber gut. So.
Au. Mist, ich wollte gerade aus der Map fliehen. So ein Mist aber auch. So, ich habe hier noch was gesehen. Sag ich doch. Wofür ich das auch alles brauche. Theoretisch darf ich die auch kaputt machen. Eigentlich darf ich hier alle Blätter kaputt machen. Bringt mir nur nichts. Ha. Aber egal. Es ist immer witzig zu sehen, wie Menschen den falschen Weg nehmen. Versuch doch mal dein Glück. Vielleicht bist du der Auserwählte. Labyrinth. Glückwunsch, du hast es geschafft. Ich bin der Auserwählte. Weiter hier. Safe Room 2. Zwei Äpfel. Zwei Äpfel und ein Windows-PC. Gott, war der schlecht. Safe Room 2 nutzen. Wer weiß, vielleicht kann ich ja doch nochmal verrecken irgendwann. Ne? So. Hey, gibt es hier noch was? Ich meine, hier ist ein Baum. Ne? Ich darf Blätter kaputt machen. Was mir in der Tat doch noch was bringt. Zwar nur Fleisch, aber... So, Hallöchen. Du hast es bis hierhin geschafft. Etwas vergessen. Alles Gute ist oben. Okay. Nee, Moment, da habe ich ja gar nicht. Das heißt, hier ist noch irgendwo was. Ich habe einen Apfel. Ich habe einen Apfel. Ich habe einen Apfel. Jetzt habe ich einen Apfel. Es waren Pfund goldene Äpfel, aber ich wollte den Apfel. Hier steht nirgendwo, dass ich Sand abbauen darf, ne? Also wenn der das jetzt von mir erwartet, dann hat er das nicht in den Regeln definiert. Und vergessen. Ja. Ach nee, da ist der Schalter. Verdammt, ich dachte, ich hätte mal jemandem ein Schnippchen geschlagen. Ah, okay. Nicht gut. Na gut. Auch gut, nicht gut, na gut. Ich glaube, das war auch der einfachere Weg, den ich jetzt hier gewählt habe. Ist hier noch was? Nein. Nur vergessen, direkt wegzumachen. So. Safe Room 2. Ich dachte, es gab schon ein Safe Room 2. Das war ja einfach. Jetzt wird's gefährlich. Eure Schwerter. Noch mehr. Okay. Ich glaube, zwei reichen mir erstmal. Nacht. Nom, 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 nom. Nom, nom, nom. Ja. So. Okay. Was haben wir hier? In diesem Raum darfst du Spinnennetze kaputt machen. Gut. TNT platzieren. Okay. Ich nehme trotzdem den einfachsten Weg, den ich finden kann. Nämlich den hier. Wofür ist der Cobblestone? Man weiß es nicht genau. TNT platzieren. Eine oder wie viele? Ich weiß es nicht. Er weiß es nicht.
Werden wir gleich sehen, würde ich behaupten. Nett. Soll ich den Cobblestone jetzt zum Flicken benutzen? Schwesentlich. Kann gut sein. Ich nehme ihn einfach mit. Den Pflasterstein brennen und einen Schalter craften. Okay. Nicht das hier? Nein. Habe ich einen Ofen gesprengt? Oder muss ich tatsächlich wieder zurücklaufen? Nee, kann er ja nicht von mir wollen. Oder? Ich weiß es nicht. Ich mach mal so, ja. Nimm's mir nicht übel, ich weiß nicht wie. Ich glaube, ich habe einen Ofen gesprengt oder so. Oder ich hätte tatsächlich Das war eher knapp. War das so gedacht? Ich glaub da ja irgendwie nicht dran. So. Da bin ich mir auch gerade kurz vor dem Dynamit erschrocken, muss ich ja ehrlich sagen. So. Now. Nein, ich glaube, das war so nicht gedacht. Ich glaube, da hat ein wenig Testing gefehlt. Würde ich sagen, was das mit dem Obsidian und Glowstone sieht schon echt episch aus. Willst du deine Sachen behalten? Vielleicht. Ich weiß nicht genau. Ich nehme das Schwert mal mit. Ich habe ja nur eins. Hopp. Womit tötet man einen Zombie? Mit einem Schwert, mit einem Ei. Was ist grün und bewegt sich? Ein Creeper, ein Baum. Wofür sind diese ganzen Truhen hier? Und Öfen und... Okay, erstmal Frage 3, ne? Was ist grün und bewegt sich? Ein Creeper, würde ich behaupten. Und dann noch... Womit züchtet man Tiere? Dünger oder Weizen? Okay. Aber ich verstehe das hier nicht. Okay. Ach, hätte ich mich da reinstellen müssen? Naja. Au. Keine Sorge, du bist richtig. Hier lang. Bleibst du hier? So. Was? Das ist aber nicht richtig. Oder vielleicht doch. Willst du deine Sachen behalten? Erneut. Okay. Mensch. Okay, dann halt eben. Keep items. Keep items. So. Geht auch. Jetzt mal ein bisschen Lava-Action. Yay. Fuck. So.
Ich habe keine Eile. Während ich brenne, kann ich einfach mal einen goldenen Apfel essen. Das macht man heutzutage so. Ja, das tut man. So, nicht schlecht. Hier so ein Geschenk. Ein Apfel für jeden. Sollte das eigentlich eine Multiplayer-Map werden? Vermutlich. Suche die Hebel. Okay, das ist einfach nur nervig. Ja, ich brenne wieder, ich weiß. Hallöchen. Ich habe einen Hebel. Wo ist der Rest? Nein. Ach Gott, dammit. Wo bin ich jetzt? Hier bin ich. Ach, das ist ja nervig. Das ist wirklich nervig. Hallöchen. Ein bisschen Lava-Action im Flugmod. Habe ich ja schon mal geschafft, nochmal muss ja nicht. So, die Tür ist schon auf. Ich möchte jetzt einfach nicht nochmal verrecken. Mister. Ist eher doof. Ups, habe jetzt vergessen, dass das der falsche Weg ist. Der Cleanstone zeigt dir den Weg. Safe Room 3. Hier ist nix. Dann einmal Nacht. Haben wir das schon mal. So. Der Cleanstone zeigt mir den richtigen Weg. Also hier so. Na schnell, da, dort entlang deine Belohnung. Brot. Brot als Belohnung. Warum auch nicht? Ein kleines Labyrinth, diesmal nur schwerer. Welch Freude in mir aufkommt. Hier ist nichts. Ich soll mich vielleicht erstmal umschauen, wo ich hin muss. Ist das richtig? Okay. Dann gut. Von mir aus. So, was war hier drin? Nichts. Au. Okay, scheint richtig zu sein. In den Räumen sind Zahlen versteckt. Achte auf alles. Keine Zahl in einem Raum heißt Hebel auf 0, sonst auf... Was? Warte. Achte auf alles. Keine Zahl in einem Raum heißt Hebel auf 0, sonst auf 1. Nee. Das... Nee. Das hat nichts mit Adventure Map zu tun. Das ist einfach nur zum Kotzen. Ich gucke jetzt in die. Nix. Dann gucke ich nochmal in die. So. Und dann gucke ich jetzt mal hier lang. Raum 2. Ja, das kannst du dir nämlich, wenn die jetzt alle so sind, auch echt selber ausdenken. Soll das ein Plus sein? Safe Room 5. Okay. Und dann? Raum 3. Wollte ich ja, aber hier ist kein Raum.
So, ab jetzt fange ich an, das nicht mehr zu verstehen. Hier ist kein Raum 3. Ich darf Blätter und Bilder kaputt machen. Ich sehe weder Blätter noch Bilder. Was will er von mir? So. Keine Ahnung. Kann sein, dass ich hier aufhören muss, weil ich nicht weiß, wo es lang geht. Ich meine, hier steht Raum 3, da ist aber kein Raum 3. Tusch mal kreativ, ne? Der komme ich her. Nee. Nee, hier ist definitiv kein Raum 3 und es kann auch sein, dass ich ihn jetzt einfach übersehe hier. Aber für mich zeigt ganz klar ein Pfeil hier nach Raum 3, wo nichts ist. Und hier ebenfalls nicht. Und hier war auch nichts. Also kam auch lange nicht mehr vor. Muss ich an dieser Stelle aufhören, ne? Wenn ich wieder für Maps aufrufe, kann derjenige mir ja seine Map gerne nochmal schicken. Am besten hier an dieser Stelle. Und entweder habe ich einen Fehler gemacht, was ich gar nicht ausschließen will, ihr kennt mich. Oder derjenige hat mir noch eine nicht fertige Map oder sowas geschickt. Entschuldigung. Soll ja alles schon mal passiert sein. Und ich würde einfach sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschö.